Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen, wie schon so oft von euch empfohlen, gewünscht, Subnautica. Ebenfalls ein Survival-Spiel. Wie versprochen, jetzt mal als Abwechslung zu Green Hell. Ich würde sagen, mal so 30 Parts von dem einen, 30 Parts von dem anderen. So switchen wir hin und her, würde ich mal meinen, ne? Ich habe gerade eine kleine Aufnahmeprobe gemacht. Ich habe nicht viel gesehen, keine Angst. Für mich ist das Spiel blind. Also ihr werdet jetzt wieder viel zum Lachen haben, euch wahrscheinlich wieder das eine oder andere Mal über mich ärgern. Und ich bin euch auch schon wieder sehr dankbar für eure vielen Tipps, die ihr mir dann hoffentlich wieder geben werdet. Ja, ich habe bei den Einstellungen ein bisschen was verändert. Ich habe die Grafik, wo es geht, aufs Maximum gestellt. Ich habe auch die Gesamtlautstärke etwas reduziert, weil ich finde, das wird doch so ziemlich laut. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einem neuen Spiel an. Was ich gesehen habe, ist, dass wir scheinbar eine männliche Person spielen. Und wie ihr es ja von meinen Piranha-Bytes-Spielen schon kennt, sobald wir einen männlichen Charakter spielen, ist der arme Mann leider, wie auch in diesem Spiel, mit einer weiblichen Stimme im Kopf gestraft, gesegnet, ja, also mit mir. Und da kann man leider nichts machen. Das ist halt so, ne? Da muss er durch. Ich würde sagen, wir starten auch gleich ein neues Spiel. Ich habe mich für die kleine Aufnahme, Probeaufnahme fürs Überleben entschieden. Ich glaube, wir werden das hier auch so nutzen. Und zwar, wir haben hier vier Möglichkeiten, wie wir das Spiel spielen können. Wir können überleben. Wählen also Survival, ne? Strande auf einem gefährlichen Fremdplaneten, nutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Wir können aber uns auch für das freie Spiel entscheiden, wie der Überlebensmodus, bloß ohne Hunger und Durst. Das hört sich schon wieder ein bisschen langweilig an. Wie wäre es mit Hardcore? Überlebensmodus mit nur einem Leben, keine O2 Warnungen. Ich glaube, dass da ich blind spiele, wäre das dann, glaube ich, für eure armen Nerven dann doch zu viel. Und natürlich gibt es auch noch den kreativen Modus. Baue alles ohne Einschränkungen. Sauerstoff, Nahrung, Wasserdruck, Geschichte und Tod sind deaktiviert. Können wir vielleicht mal nach der Geschichte und so machen. Ich bin eigentlich schon immer gern der Typ, der zuerst Tutorials spielt oder die Geschichten spielt, die Kampagnen spielt, wenn es sowas gibt. Also für mich hört sich so an, dass wir jetzt überleben für uns optimal. Ich hoffe, ich verdumme mich da nicht. Und wir können dann ja irgendwann mal sagen, okay, wir machen ein kleines Minecraft draus und gehen auf kreativ zum Beispiel, ne? Jo, ich würde sagen, wir nehmen Überleben. Lange Rede, gar keinen Sinn, wie es bei mir üblich ist. Was ich hier allerdings gemerkt habe, ist, dass wir jetzt viel Zeit zum Plaudern haben, also ich halt, weil bis jetzt die Welt hier so scheinbar fertig geladen ist, dauert das dann doch schon ein paar Minütchen. Aber wie gesagt, wir haben ja Zeit. Also soweit ich gerade, wie schon gesagt, erkannt habe, spielen wir einen Mann. Ich bin sein gutes Gewissen, ja, so machen wir das. Ich versuch's, ein gutes Gewissen zu sein. Ja. Der arme Mann wird bestimmt niemals sich eine Frau suchen. Ja, weil er mich in seinem Kopf drin hat. Aber ich glaube, das dürfte sein geringstes Problem sein. Wie wir hier schon unschwer erkennen können, sind wir gerade dabei, fröhlich abzustürzen. Wie schon der Überlebensmodus preisgegeben hat, werden wir auf einen fremden Planeten landen. Ich bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Ui, es ist fertig mit Laden. Sehr gut. Ging, glaube ich, doch jetzt etwas schneller als beim letzten Mal. Oder es kommt einfach mir nur so vor, weil es das zweite Mal ist. Da geht eigentlich alles recht flotter. Mit einer beliebigen Taste weitermachen. Machen wir gerne. Und ich halte jetzt mal die Klappe. So. Launch in 3, 2, 1.
ich halt doch nicht die Klappe. Was haben wir bitte hier gemacht? Warum sind wir dieses... Ah ja. Oh, das erklärt, warum er mich jetzt in seinem Kopf hat. Wir haben wieder mal einen Schlag auf die Birne bekommen, wie in jedem Piranha-Bytes-Teil. Schön. Ja, das erklärt sich wieder, ne? Und... Ich glaube, hier brennt's doch, ne? Gut, dann wenn wir nicht als Grillfisch enden wollen, würde ich sagen, wir nehmen mal hier den Feuerlöscher und löschen das Ganze hier. Sehr gut. Ah, ich brenne schon. Super. Ja? Haben wir jetzt Ruhe? Okay. Ja, hallo? Starte Notfallmodus. Auch. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive, to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Danke. Drücke Tab, um den PTA zu öffnen oder zu schließen. Okay. Aha, das ist der PTA. Unser Computer. Unser Computer. Naja, Computer ist falsch gesagt. Unser Gerät für alles. Ja. Hier sehen wir scheinbar, was wir ausrüsten dürfen. Irgendwann mal Inventar. Wir haben nur den Feuerlöscher. Löscht Brände. Ach, jetzt hör auf. Wirklich. Löschmittel 100%. 1 bis 5 Schnellzugriffsplatz belegen. Aha. Schnellzugriff zuweisen. Aha. Okay, wir haben jetzt schon auf den 1er. Okay. Baupläne. Titan. Achso, das ist das Material. Titan. Grundmaterialien steht hier. Titan gibt's. TI. Grundlegendes Baumaterial. Ich sag das. Titan. So, Titan. Grundlegendes Baumaterial. Wahrscheinlich wird das so gemeint sein. Dann haben wir hier Titanbahn. Verdichteter Titanbahn. Ach nö. Silikon. Silikongummi, synthetisches, silikonhaltiges Gummi. Schlingpflanzen, Samen, Büschel. Das kommt uns ja fast bekannt vor, ne? Mit dem Seedang, dieses Gummiglipper da, ne? Von Raft. Dann haben wir Glas. Reines, verschmolzenes Quarzglas. Und Chlorbleiche. Ja, das sind halt alles Materialien. Ich glaube, das lese ich jetzt nicht alles vor. Desinfiziertes Wasser. Keimfrei. Prost. Wichtig. Ah, warte, da war noch was. Hier haben wir noch was. Aufzeichnungen. Tag 1. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung, darum hörst du auch Frauenstimmen. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Ja, du hättest tot sein können. Dieser PTA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestartet, dich auf einer fremden Welt am Leben zu halten. Detaillierte Überlebenshinweise findest du in der Datenbank. Viel Glück, ich werde niemals überleben. Never, never, never. Ja, ja. Fabrikator benutzen. Ressourcen? Grundmaterialien. Aha. Ach so, da kann uns was bauen. Nahrung, Wasser, persönliches, Ausrüstung. Aha. Und Geräte, ein Haufen. Aha, okay. Also das ist quasi unsere Werkbank scheinbar. Beschädigte Sekundärsysteme. Reparaturwerkzeug benötigt. Ach, ne. Was haben wir da? Frachtbehälter öffnen. Das ist unser Lager, oder wie? Vorrat. Leuchtfackel. Gefiltertes Wasser. Nährstoffblock. Ich glaube, das nehmen wir mal mit, ha? Aha, das geht ja automatisch. Okay, ich nehme mal lieber alles mit. Oder hätte ich von überall einem? Von überall eines wäre besser, ne? So, wenn wir noch irgendwas auf Reserve haben. Ich werde so verrecken. Ah ja, speichern wäre dann auch nicht schlecht. Okay, tap, 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 tap. So, was haben wir hier? Solarenergiezellen 1 bis 3 in Betrieb. Ich bin so froh, dass das alles hier auch auf Deutsch ist. Ich bin so schlecht in Englisch, dass zum Weinen ist. Da bin ich jetzt echt erleichtert. Das heißt, ich kann das auch mal lesen. Mehr oder weniger. Was haben wir denn hier? Warnung.
Test der Schaltkreise fehlgeschlagen. Sekundärsysteme ausgefallen. Kommunikation ausgefallen. Notsignalübertragung fehlgeschlagen. Auftriebskörper entfaltet. Hüllenintegrität. Okay. Naja, wenigstens das, ne? Rettungskapsel verlassen. Da bin ich mir nicht so sicher. Erste Hilfe-Geschichte. Medikit. Fabrikator. Ja, bitte. Nehmen. Hat das jetzt hingehauen? Tatsächlich. Hier. Medikit. Behandelte Bandagen. Anwenden, um Blutungen zu stillen und Wunden zu sterilisieren. Das sind schöne Aussichten. Da kommt Freude auf. Was haben wir hier noch Schönes? Was bist du beschädigt? Der Kommunikator. Reparaturwerkzeug benötigt. Wahrscheinlich müssen wir uns das erst bauen. Leiter benutzen. Wah, da ist was geflogen gerade. Hallo. Oh. Mit dem Mausrad. Hey, cool. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Ich glaube, wir sind abgestürzt. Ich glaube, ich gehe wieder rein. Tschüssi. Okay. Wir sollen scheinbar von hier raus. Probieren wir es halt mal, ne? Energie 75. 0 Meter. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich liegt das. Ist damit die. Wow. Die Tiefe gemeint. Hallo. Ja, du mich auch. Hallo, Glubschi. Na? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ein Rohr? Aha, wahrscheinlich zum Verstecken, ha? Riesenröhrenkoralle. Das ist eine Koralle? Wir haben 22 Meter geschafft. Die Tiefe. 21. Was mache ich denn jetzt hier? Bindegras. Ich hätte das jetzt nicht machen sollen. Ich wollte es einfach nur mal testen. Ich habe keine Ahnung, wie man hier was macht. Hätte ich vielleicht im Schiff ein Werkzeug gefunden? Schwimm an die Oberfläche. Ah, mir fehlt es an Wasser, an Luft. So, an Wasser, genau. An Wasser fehlt es mir sicher nicht. Aha, hier kann ich auch rauf. Okay. Muss ich mal alles ausprobieren, ne? Ich habe gerade meine Fackel nämlich umsonst genutzt. Ich muss noch mal rein. Gibt es hier vielleicht irgendwo ein Werkzeug? Weil ohne Werkzeug kommt mir der Werkzeug nicht weit. Was haben wir denn hier? Die Aurora hat im Orbit einen Rumpfschaden erlitten. Ursache unbekannt. Keine menschlichen Lebenszeichen registriert. Super. Das heißt, wir sind alleine und unsere ganzen Kollegen sind verreckt. Wie schön. Metallschrott. Ich hoffe, dass ich sowas... Aha, ich hätte schon eine Idee, wo man das finden. Ich will immer auf Escape drücken, das wird noch ewig dauern. Ich habe schon eine Idee, wo man das finden kann, eventuell. Vielleicht müssen wir dafür zu unserem Schiffchen darüber. Ich versuche mal mein Glück. Ich hoffe, ich werde nicht umgebracht. Ah, was haben wir denn hier? Ich glaube, das könnte schon so ein Metallschrott sein. Kann ich das mitnehmen? Tatsächlich. Glück gehabt. Ja, wenigstens irgendwas klappt schon mal, ne? Ah, was haben wir denn hier? Zerbricht denn irgendwas? Machen wir Kalksteinaufschluss zerbrechen. Aha, das geht mit der Hand. Okay. Ja. Ja. Scheibenkoralle. Oh, ich muss Luft holen. Okay, also man könnte da jetzt schon wahrscheinlich Sachen bauen. Ein bisschen brauche ich noch. Material will ich noch gerne ein bisschen was sammeln. Ich musste immer schauen, ob da nicht irgendwo so ein Ungetüm uns umbringen möchte. So, was haben wir hier? Seegleiterfragment. Aha, das geht scheinbar noch nicht. Ist etwas. Ja, im Wasser? Ist etwas. Dann machen wir halt, ne? Falsch. So. Na, ich will... Obwohl, jetzt schon gepasst. Da. 3, 5, so. Metallschrott, was haben wir denn hier? Besteht hauptsächlich aus Titan. 1 bis 5, schnell... Zugriffsplatz belegen. Mit linker Maustaste Schnellzugriff, rechte Maustaste fallen lassen. Na, Kupfererz haben wir auch gefunden. Schau. Unentbehrliche Verdrahtungskomponente.
Fallen lassen möchte ich nicht. Ich möchte gerne was essen. Mit der linken Maustaste essen. Brauchen wir schon was zum Saufen? Na, das geht, glaube ich. Okay. Es wird finster. Ich glaube, ich sollte mich schleichen. Wahrscheinlich, wenn es finster ist, kommen die Fieslinge. Haben wir hier was? Warte. Boah, der schwimmt ganz schön schnell, ne? Da haben wir was. Säurepilz. Aha. Ich rote mal alles, ne? Ich habe keine Ahnung, wofür der gut ist. Ich rote da jetzt einfach mal, ne? Weil ich es kann. Vielleicht kann man ja aus dem Pilz was zum Essen kochen. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ja. Danke. Ich würde sagen, ich gehe mal zurück. So. Da hätten wir noch mehr von dem Zeug. Was ist denn das da eigentlich? Tischkoralle. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie viel Titan wir hin, also zusammenkriegen, oder? So, sind wieder da. Grüß Gott. So. Wo ist denn dieses Ding jetzt gewesen? Hier, Fabrikator. Ressourcen. Elektronik und Grundmaterialien. Ich würde sagen, Grundmaterialien, Titan. Das ist cool. Das sind 3D-Drucker jetzt, ha? Das ist cool. Und Elektronik, Batterie. Eine tragbare Energiequelle. Aha, Säurepilz und Kupfererz. Aha, okay. Ich mach einfach mal, keine Ahnung. Energiezelle. Neuer Bauplan verfügbar. Aha. Persönliches. Ausrüstung. Was haben wir denn da? Standard-Tauchflasche. Komprimiertes Atemluftgemisch. Was haben wir hier? Feuerlöscher? Leitung mal 5. Ein Leitungssystem kann zum Transport von Atemluft aus einer funktionsfähigen Pumpe verwendet werden. Und hier schwimmende Luftpumpe. Ein schwimmendes Gerät, das Luft in Leitungen pumpt, dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Ach so, das ist dann quasi so ein primitives Tauchding, ne? Atemluftgemisch. Was haben wir hier? Werkzeuge. Scanner. Spektroskop. Scanner zum Ermitteln von Technologie, Bauplänen und Daten über lebende Organismen. Das wäre interessant. Das baue ich mal. Tada! Ja. Den wasserdichten Behälter baue ich uns mal. Keine Ahnung, wofür ist denn der? Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser beibehält. Aha, wahrscheinlich zum... Da können wir Sachen wahrscheinlich drinnen bunkern, während wir da auf Tauchstation sind, oder wie? Okay. Ja. Okay, gibt es hier schon was drinnen? Ist das so ein Medikit-Fabrikator? Na, ich glaube nicht. Keine Ahnung, ob der überhaupt was bauen kann. Soweit, so gut. Ich würde, glaube ich, nochmal so ein... Ah, hier ist was Neues. Was haben wir hier? Elektronik. Was haben wir da? Energiezelle. Tragbare Energiequelle mit hoher Kapazität. Okay. Okay. Was wollte ich jetzt? Ach ja, hier. Ins Lager packen würde ich gerne. Kann man das hier auch ein bisschen sortieren? Behälter wechseln. Ah, das ist cool. Brauchst du mit der rechten Maustaste drücken. Das ist cool. Brauchst nichts ziehen. La 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 la. Was haben wir hier? Titan. Das hauen wir auch weg. So. Das und das. Schwammerl ist weg. Das kann man essen? Warte mal. Echt jetzt? Ah, na, das war nur... Nein. Blödsinn. Hier Wasser hätten wir übrig, ne? Scanner. Den hätte ich... Ah, haben wir eh schon auf dem zweiten Platz. Passt. Behälter auf dem dritten. Mhm. Okay. Dann werde ich noch das Essen einmal mitnehmen und dann hoffen wir, dass ich gleich mal was finden werde. Tag 2. Der Scanner kann dazu verwendet werden, um Baupläne aus geborgener Technik zu erzeugen und um fremde biologische Daten aufzuzeichnen. Okay. Erhöhte Strahlungswerte in der Umgebung festgestellt. Die Tendenz entspricht dem Schaden am Antriebskern der Aurora.
der beim Absturz auf dem Planeten entstand. Aha. Und Baupläne, hier eben die Energiezelle. Okay. Ich verdrück mich jedes Mal. Das wird ewig dauern. Könnt ihr euch auch schon mal dran gewöhnen. So. Hallo. So, dann schauen wir mal, ne? Ich hätte gern den Zweier. Und jetzt? Aha, selbst scannen mit F. Okay. Ach so, ich kann mich nur selber scannen. Complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Bäh? Was bist denn du da? Ui! Ich glaube, das ist nicht nett. Ich glaube, das war gerade nicht nett. Das hat mich gerade angeknurrt. Ich kann nichts dafür. Ich dachte, da kann ich jetzt die Viecher scannen. Dabei konnte ich jetzt nur mich selbst scannen. Selbst scannen. Ja, okay. Ah, so geht das mit der rechten Maustaste. Also hinfahren zu einem Ding. Einheimische Lebensform, Säurepilz. Aha. Dann würde ich sagen, den sammeln wir wieder ein, ne? Windegras. So, einheimische Lebensform, Datenbank. Mit Tab. Aha, Windegras. Ah ja, da haben wir... Oxygen. Ja, ich gehe schon wieder. So, ich werde mal kurz zu unserem Schifflein zurück hier. So, dann können wir mit Ruhe lesen, ne? Da gibt es einiges zu entdecken dann. Gute Nacht. Also, wir haben hier ein Windegras. Gut angepasst, sowohl an seichtes Wasser als auch an Höhlensysteme, lebt diese Pflanze mit einer Korallenart zusammen, die sich um den Boden der Stämme formt. Verwendbares haben wir den Säurepilz. Boah, das ist so ein schöner Eintrag. Säurepilz. Eine einfache, sporentragende Pilzart. Der Fruchtkörper enthält eine starke säurehaltige Verbindung, die ins Wasser übergeht, wenn die Außenhaut verletzt wird. Es ist nicht klar, welche Fressfeinde derart extreme Gegenmaßnahmen notwendig machten, aber die große Anzahl an Säurepilzen lässt darauf schließen, dass sie die meisten erfolgreich abgeschreckt haben. Bewertung: nicht essbar. Die Säure findet Anwendung in der Herstellung von Batterien. Ja. Säure, Säure, Säure. Ja. Wuhu. Tag 2. Selbstscan abgeschlossen. Lebenszeichen normal. Überwachung wird fortgesetzt. Jo. Was ich gerne haben möchte, wäre mal was zum Essen. Kann ich die etwa auch scannen, die Kapsel? Nö. Juhu. La, li, la. Halt, nicht wegschwimmen. Warte, warte, warte. Ich will dich nur scannen. Das mit den Viechlein wird schwer. Das habe ich mir schon fast gedacht. Was haben wir denn hier? Eine Tischkoralle. Ja? Oh mein Gott. Wo bin ich? Da. Lalila. Ich werde hier sterben, das sehe ich schon kommen. Was bist denn du für ein komisches Viech? Den will ich auch gern scannen. Da wäre halt cool, wenn diese Scan-Reichweite weitergehen würde, ne? Ich mach mal hier Viechlein scannen könnte, ne? Blaubalme. Ich sammle jetzt einfach mal ein paar Daten. Und danach können wir es hier lesen. Halt. Fast. Ja? Ja? Dann gehen wir wieder hoch. Das ist gar nicht so einfach, diese schwimmenden Viechlein hier zu scannen. Ui! Nein, ich will den scannen. Bitte. Verdammt!
sieht aus wie ein mutiertes Seepferdchen. Bin ich verletzt? Ich glaube nicht. Wo ist es denn? Hallo? Viech? Hallo? Hä? Jetzt ist er weg. Schade eigentlich. Ich hätte ihn jetzt gern gescannt. Bin ich wieder am Verrecken gleich, glaube ich, ne? Aber der scheint da irgendwo zu wohnen, ne? Der geht da kurz mal fischen und ist dann wieder weg. Halt, Kleiner. Warte, warte, warte. Das ist gar nicht einfach. Jaha. Mann, das nervt. Ja, gehst du da? Danke. So. Ich soll vielleicht mal speichern, ne? Suchen wir uns mal... Aha, das ist ein automatischer. Okay. Also, ohne dass ich da einen Spielstand selber benennen darf, das meine ich. Ich versuche mal den einen dazu zu scannen, ne? Das ist alles andere als einfach. Hallo? Hallo? Weil die halt einfach nicht stillhalten. Vielleicht schlafen die in der Nacht. Vielleicht kann man sie dann besser scannen. Oxygen. Scheibenkoralle. Na, mal solche Sachen, ne? Adrige Nessel. Aha. Aha, jetzt wird's dunkel. Oh, ich bin ersoffen. Oh, ich hab vergessen. Wir haben eh gespeichert. Was kommt jetzt? Ich muss auch mal sterben, ne? Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Oh, scheiße. Echt jetzt? Das haben wir wenigstens noch. Okay, das haben wir noch. Was habe ich dann verloren? Ich nix haben, Ahnung. Was habe ich dann verloren? Hier etwa im... Na, da ist auch alles voll. Keine Ahnung. Scheint nichts zu Schlimmes zu sein. Das kommt von der blöden Scannerei. Ich bin schon so konzentriert, weil ich unbedingt da mal so ein Viechlein scannen möchte. Dass ich das wieder vergeige. Bitte hör auf, herum zu wuseln, ha? Herrschaftszeiten. Vielleicht sollte ich mich da in so ein Rohr verstecken. Vielleicht habe ich dann mehr Chancen. Riesenröhrenkoralle. So, die haben wir jetzt auch. So, vielleicht habe ich jetzt ein Glück. Und die Viecher trauen sich jetzt mal hierher. Und ich könnte was scannen. Das wäre super. Was ist das? Achso, ein Säurepilz. Aha, auftauchen. Okay. Heureka. So. So, geht's wieder? Passt. Ich bräuchte, glaube ich, jetzt bald mal noch mehr so ein Müll. Damit ich... damit ich mal so Werkzeug oder sowas bauen könnte, ne? Halt, halt! Momentan kann ich nur diesen blöden Säurepilz hier sammeln. So. Ich bräuchte jetzt echt mal so Metall, glaube ich. Und der Part wäre auch zu Ende, der erste. Da drüben ist gleich was. Halt! Braucht doch recht lange. Vielleicht gibt's da mal so ein Upgrade, dass ich schneller bin mit dem Scannen. Seedings. Aha, gescannt. 1 von 2. Aha. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Echt schwierig. Ah, jawohl, einheimische Lebensform. Boomerang. Aha.
Okay, Luft. Wo ist unser Ding? Da drüben, ich muss aufpassen, dass ich da nicht zu weit wegkomme. Da vorne haben wir wieder was Tolles. Metallschrott, den scannen wir auch gleich mal. Und einsammeln. Hat's hingehauen? Hat nicht hingehauen, das gerade, ne? Warte mal. Beim nächsten. Wow. Dreck. Aha, Luft. Brauche ich zwar noch nicht unbedingt, aber ist ja wurscht. So. Den hätte ich auch gern mal gescannt. Und. Nix. Scheibenkleister. Ui, da drüben ist er, oder? Der Große. Ah, gekommen. Das hat hier nicht lang gedauert. Wo ist das Viechchen? Ich habe keine Ahnung. Weg. Okay. Den Bumerang haben wir jetzt schon. Das ist echt schwer. Ich brauche immer das Gefühl, ich bin am Absaufen, wenn da das mit dem Wasser kommt, ne? So. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Schrott, ne? Das wird aber nicht reichen, fürchte ich. Kann Schrott nachspawnen? Ist auch so eine Frage, mehr oder weniger. Ich wollte den Part beenden, ne? Ja. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Hui, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Klubschi, komm her. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Boah, die sind echt schwer zum Scannen. Also dann, tschüssi.